Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Adressenliste. Dann wird das wohl so sein. Gehen wir mal dahin. Ich glaube, die mit dem Wirt zu spielen, das schafft man noch nicht ganz, oder? Das wird wahrscheinlich noch etwas zu schwierig für mich. Wir können es probieren. Das Problem ist bloß, ich hätte es gerne dann immer schon beendet und deswegen müsste ich dann so lange mit dem Guten spielen, dass ich das dann auch gewonnen habe. Sonst vergesse ich das, dass ich mit dem gespielt habe. Das ist aber nicht. Ist das der Film? Was darf's denn sein? Was gibt's denn? Gucken mal, hat er Karten. Er hat natürlich Karten. Oh je, oh je. Und wir können auch schon mal hier ein bisschen was verkaufen, ne? Erlös brauchen wir nicht. Rohes Fleisch ist jetzt auch nicht so das Wahre. Wasserflasche, ja. Was haben wir hier? Kuhmilch, das ist auch gut. Hauben, Ziegenmilch. Also alkoholische Getränke tue ich permanent eigentlich immer weg. Schinkenbrötchen, verzehrbares. War immer ein bisschen verzehrbares, ne? So. Viel zu viel Geld. Viel zu viel Geld. Wahnsinn. Gott. Man muss probieren mit dem zu spielen, aber das wird eine Weile dauern, bis ich das hinkriege. Okay. Ich bin nicht hungrig, aber ich würde gerne Gwent mit dir spielen. Ja, man ohne Gwent. Mal sehen, ob ich das schaffe gegen den Kollegen. Mhm. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist da aber jetzt. Ist das für die nördliche Königreiche? Ich habe eigentlich zu viele Karten auf der Hand. Da muss ich mal ein bisschen was runternehmen. Die ganzen einfachen hier, das ist alles schwierig hier. Die will ich eigentlich. Im Grunde ist es ja nicht schlecht. Das Ding ist, du brauchst ein bisschen was zum Verbrennen. Deswegen könnte ich eigentlich den entfernen. Das könnte man entfernen. Den könnte man entfernen. Bei den Bogenschützen. Schelden raus, Sabina raus, dann lassen wir die 5er drinnen. Bogenschützen nehme ich sowieso nicht so oft, ich nehme eigentlich eher die Leute hier. Ich habe einfach viel zu viele Karten, das ist das Problem. Die Frage ist jetzt, was habe ich denn jetzt dazu bekommen, weißt du? Ne, hier. Okay, das ist der eine. Nilfgaard. Das sind viel zu viele Karten entdeckt, deswegen nehme ich die nicht. Ja. Ah, Kaiserreich können wir bald spielen. Kaiserreich können wir bald spielen. Das ist sehr schön. Ich mag Kaiserreich. Okay. Wir nehmen natürlich den nördlichen Königreichen und drücken mal auf Start. Probieren wir es mal. Mal sehen, was er hat. Was hat denn er? Skoyatel. Ach, Elend. Okay, die haben wir. Den brauchen wir jetzt nicht doppelt, oder? Ne, davon haben wir nicht so viele. 1, 2. Und den wegnehmen. Den wird man. Ja, genau, das ist sehr schön. Dann haben wir 1, 2.
Dunkle Kanonenfutter. Ist gut, gut. Der Tanker will, weiß ich nicht. Würde ich am liebsten auch rausnehmen. Ich brauche die zwei nicht eigentlich. Obwohl, wir haben sehr viele. Ah, lass mal drin. Wir lassen es mal drin. Okay. Zack, los geht's. Jetzt ziehen wir erstmal alles raus, was er hat. Dein Gegner ist am Zug. Okay. Immer belocken, ein Kollege, ne? Jawohl. Immer drauf. Genau. Schauen wir mal. So, was macht er jetzt? Sehr schön. Er ballert erstmal wirklich alles raus, ne? Sehr schön. Das Doofe ist, ich habe halt wirklich... Okay, ich könnte jetzt nochmal blocken. Den nehmen wir wieder weg. Mal gucken, was er noch bringt. Dann nehmen wir die raus wieder und passen dann anschließend. Ich will einfach nur, dass er ist selber. Gott. 35 schaffe ich nicht. Und ich passe auch. So, jetzt gucken wir mal, was wir machen. Das habe ich schon fast gedacht. Unmittelbar. Plus. Ja, ist echt stark. Ja, ist echt stark. Das war jetzt Mist. Mich selber. Okay, er passt. Das ist sehr interessant. Schade. Warte mal, dann nehmen wir jenen. Jetzt passen wir. Jetzt kriegt man noch eine Karte dazu. Ah, schade. Das war der falsche, aber es ist okay. Gucken wir mal. Ich bin dran, oder? Jetzt holt er sich jene wieder. Okay. Ich weiß nicht, ob ich überlebe. Keine Ahnung. Das ist gut. Was hat er denn hier gemacht? Was kann sein? Was kann sein? Gut. Er kann von mir aus alles einfrieren, was er möchte. Ich mache das alles wieder frei. Okay. 2,18. Jetzt wäre die Frage. Das Horn natürlich auf die Bogenschützen bei mir, ne? Sonne? Okay, er hat keine Karten mehr. Er hat legit keine Karten mehr. Sehr schön. Er ist einfach geschlagen, ne? Er ist einfach geschlagen. Machen wir das so. Ich habe die Runde gewonnen. Sehr schön. Krieg ich jetzt noch von ihm was Schönes? Hat schon eine schöne Karte für mich, oder? 10 Kronen. Und was krieg ich noch? Gabelschwanz. Oh, sehr schön. Na dann, auf geht's. Ja, boxen durch mich noch nicht. Bin ich noch nicht konfident dafür. Bist du das, ja? Okay. Wir müssen auf jeden Fall lassen uns Rosmarin und Thymian, ne? Also. Götter! Ich kann immer sehen, was wir noch für Quests haben, so nebenbei. Was ist das, ein Bandit hier? Okay. Weiß ich nicht, was das jetzt sollte, aber ist okay. Macht ruhig. Gut.
Reporter haben das Wehklagen des Landes erhört. Das lange Warten hat endlich ein Ende. König Radewid wird den Norden wecken. Da. Das sagt. Götter! Der Sensenmann kommt nicht rollen. Es sind harte Zeiten. Deshalb frage ich euch. Sehr verwirrend. Ich müsste zum Beispiel auch nochmal zum Kollegen hier. Wer ist da? Zum Hattori, ne? War ja gleich hier vorne. Da ist er, oder? Ja. Dieses Knödelding. Kann das da noch annehmen, oder? Da mach ich das nicht. Gehen wir nachher hin. Wir machen erstmal eine Adressenliste. Das ist mir wichtiger. Dass ich erstmal in der Heimat hab, sozusagen. Jetzt muss man das Rosmarin und Thymian. Vordermann bringen. Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Wir wollten nur. Sultan. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Das haben wir mal gut hier. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Auch noch. Ich und Boxen. Vergnügen. Schwer zu rennen. Bitte, überlasst ihn mir. Ach, stopp nicht. Scheiß Mutter. Ah, genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Bergen nie verlassen. Ja, ein bisschen gedauert, oder? Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Die Suche nach Ciri, natürlich. Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist eigentlich Rittersporn, das stimmt? Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall! Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Also kommen wir ins Erdgeschoss. Schauen wir mal. Sehen wir, was unten los ist. Was ist das hier? Ist das eine Tür? Ah, hier geht's nach hinten. Wo ist jetzt das Erdgeschoss? Okay. Aha, der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? So. Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar. Kraft dazu.
Ich fiel da rein. Oh, der hat ja mehrere Bewohner. Bildnis eines Backofens. Ach so, okay, ja, das war ja Dingens. Mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Jetzt ist auch mal gut. Das hier. Kiste? Ach, das ist mein Lager, ne? Genau. Wollte ich da noch was abgeben? Den kann ich mitnehmen. Hm, das. Okay. Alles gespeichert hier. Brauchen wir. Der Rest wird alles verkauft. Oder? So. Ach ne, der. Den können wir ja irgendwann mal benutzen, ne? So. Verbena. Wo könnten wir noch was finden? Ach, was ist denn hier? Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der sieben Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Oh, bitte was? Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Das ist ein Fass. Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Na da. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Nehmen. Ich von Bohilde Rabbe. Rabbi? Er legt sich halt mit jedem an, ne? Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Hütten liegen noch Tarotkarten. Will die ich haben. Niemand gewonnen. Was ist denn hier? Hier ist eine Laute. Da ist was los. Ist das die Laute, die er von den Elfen in Dol Blathana bekommen hat? Ja, er muss in Eile gewesen sein, wenn er sie zurückgelassen hat. Hm? Ja. Mal irgendwas weg. Ach, guck mal hier. Ein Büchlein. Hm. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hm. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Offenbar nimmt Rittersporn das Kneipengeschäft ernst. Und ob, er gibt sich wirklich Mühe. So engagiert habe ich ihn noch nie gesehen. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren, offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Hm, keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Hm, wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Super Idee. Warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Ah ja. Gut. Wollen wir nochmal schnell hochgehen? Vielleicht finden wir oben noch was Interessantes. Hier ist auch noch was wir mitnehmen können. Wir sollten ja mal beputzen hier, ne? Das sieht ja wirklich aus. Du kannst doch nicht einfach den Dreck hier liegen lassen. Was ist denn los mit euch? Tür. Gott, das sieht ja aus. Das ist auf dem Müll. Das kann man alles nicht gebrauchen. Nö, nö. Ich würde gerne... Dann gibt es ja noch mehr. Alter Schwede. Hier sind noch mehr. Hier, guck mal hier. Zack. Ja, ist okay. Sollen sie nicht übertreiben. Okay, gibt's noch eine Türe hoch? Ging's nochmal hoch, oder? Zack, ist noch eine Türe. Komm mal her.
Amethyststab, das kann ich mir nicht entgegenlassen. Das brauche ich immer mehr wie der Amethyststab. So. So. Man weiß ja noch nicht, was man kraften muss an später mal. Hier ist noch eine Tür. Hallo. Ich bin's. Euer freundlicher Hexer. Ich will euch bloß ein bisschen erleichtern. Man weiß nie, was man noch sonst kriegt. Ah, ich habe was vergessen, ich weiß. Was ist denn hier? Oh, interessant. Das ist doch eine Türe eigentlich. Abgeschlossen. Ach ja, ich erinnere mich. Das ist ja hier eine sehr schöne Türe eigentlich. So, okay, ich muss jetzt hier mal Lies Rittersporns. Rittersporns Terminkalender. Na, dann lesen wir den mal. Geleitbrief, nee. Adel, oh Gott. Wenn Adel spricht Rosa nie unverbrämt wie die Rose, die sich die Röte schämt. Ich lasse das mal lieber mit vorlesen. Molly, ah ja, Ritter verordre, Rosa verordre, Molly, Vespula, Marabella, Ilihal, okay. Oh Gott. Das wird wieder interessant. Ich mag nicht. So hat ein Rittersporn eigentlich immer diese. So. Warte mal. Da ist ja auch jemand, mit dem ich reden sollte. Nee, oder mal so. Eine... Wir gehen mal hier da. Hexa, willst du mit mir baden? Geh ich mit mir baden? Wieso? Die Mitresenliste. Na, da gehen wir mal. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Zahl nicht. Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? Nee. So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Nehmt das Geld und geht. So läuft das nicht. Vespula zahlt oder sie kriegt eine Lektion erteilt. Ihr habt sie bereits zurechtgewiesen. Jetzt geht, bevor ich euch eine Lektion erteile. Genau. Na komm, Gold ist Gold. Danke, oh danke, dass es Leute gibt, die aus reiner Herzensgüte Fremden helfen. Nicht nur aus Güte. Und richtig fremd bist du auch nicht. Was zum... Oh, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, der Rittersporn durch die Bordelle gezogen hat. Geralt, richtig? Ach so. Ich war das. Nicht Geralt. Geralt. Oh, das tut mir leid. Was meinst Geralt. Du? Wo könnte Rittersporn sein? Sie kennen Sie Geralt? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan. Geralt. Verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann? Keine Woche später fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich habe ihn windelweich geprügelt und den hohen Bogen rausgeschmissen. Mhm. Das ist ja echt der Wahnsinn. Warum machst du nur sowas, Voldemort? Hm? Mit wem war er dann beim Hafen? Diese Frau, mit der er am Hafen war. Wer war sie? Hm, er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurvir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin. Oder Hure. Ist sowieso ein und dasselbe. Hm. Gut. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche. Wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden.
Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Das möchte ich schon mal wissen. Vielleicht regst du dich einfach nur umsonst auf. Genau. Na dann, mach's mal gut. Danke für deine Hilfe. See you later. Und mach nicht so viel Stress. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber er darf trotzdem gern vorbeikommen. So ist es dann. So, Kinders, ich mache mir mal ganz kurz einen Kaffee. Bin so wieder da, ne? So, da bin ich wieder. Es kann weitergehen. Und das muss, ne? Kaffee geht ja gar nichts. Geht einfach nichts. Kein Kaffee geht nichts. Muss ich. So, wo geht's jetzt hin? Mit Elihal. Das ist doch hier. Ist doch nicht eine Elf. Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Ich glaube, das ist die Elf. Du gehst deinen Weg, ich geh mein. Genau, ich gehe nämlich hier am Fluss lang. Guck mal. Das ist schön hier, ne? Du erschreckst meine Kinder. Entschuldigung. Willkommen, willkommen. Immer herein. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. Okay. Irgendeiner von meinen Katzen hat sich jetzt wieder gemeldet. So besser? Du bist also Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Okay. Den Rest will ich nicht wissen. Eigentlich will ich gar nicht wissen, was dann passiert ist. Hör doch auf. So betrunken war er nicht, dass er das nicht gemerkt hätte. Außerdem interessieren mich Männer nicht. Hab ihm das auch gleich gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Na gut. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen. Oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja... Er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Das ist ja... Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostüm lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Mhm. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten.
Na dann, danke für deine Hilfe, danke mein Freund. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ja? Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ja, ist ja gut. Mach ich gut, mein Freund, ne? Aber wir können mal gucken, was Hallo. Ist da denn? Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Und wenn du dich mal bitte umziehen würdest, dann eigentlich mal Karten spielen, das wäre auch ganz cool. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Was haben wir denn hier? Die brauchen wir später. Das ist wichtig. Okay, warte mal. Das ist eine Stufe 7 und das ist eine Stufe 7. Warum ist die so teuer und die nicht? Stich nicht. Schwere Rüstung, leichte Rüstung. Durchbohrenschaden. Schlitz. Ach so. Nee, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Aber es ist okay. Es ist ja okay. Haben wir noch auf dem Mist hier, was wir alles noch verkaufen können. Aber du willst mir jetzt gerade nicht helfen. Eigentlich würde ich gerne mal Karten spielen mit dir. Mal sehen, wie es geht. Nee, machen wir nicht. Oder? Ich will Karten spielen. Das gehört da dazu. Wir müssen Karten spielen. Schönes Gags. Warte mal. Scheuertel, nein. Gabelschwanz. Ja, Kaiserreich Nilfgaard. Wir brauchen halt noch Spiel starten. Nicht genügend Einheiten kann. Ja. Wir sehen, wie gut er ist. Ich habe schon wieder 33 Karten. Ist viel zu viel. Viel zu viel. Ja, strömender Regen brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Weg. Ah, das ist gut. Ja, Stennis, ne? Stennis the Menace. Okay, okay. Eben mal zum Locken. Eben mal zum Locken. Hohe Locken, 1, 2, 3, oh, das sieht gut aus. Ah, was sind das hier? Warte mal, wie wurden die gleich? Ich zerstöre die stärksten Nahkampfeinheiten des Gegners. Wenn die Gesamtstärke seiner Nahkampfeinheiten mindestens 10 betrifft. Okay, das ist eine gute Karte, ne? Das ist eine sehr gute Karte. Nein, ich möchte nicht zurück. Ich möchte unten beginnen. So, wer fängt an? Der hat mögliche Königreiche. Eieiei, der hat dasselbe wie ich. Schwierig. Oh, nee. Gut, ich habe nämlich. Kann ich auch, ne? Ich kann Stennis reinholen. Nicht gut. Okay, wir locken ihn ein bisschen. Wir locken ihn ein bisschen. Also lässt man seine ganzen Sachen verspielen, ne? Was macht er denn? Kann ich auch, guck mal. Wenn jetzt entweder du passt jetzt, ah, ist okay. Das ist bei 13. Da kriegst du auch noch eine Karte extra. Schade. Ich würde ihn jetzt ungern noch weiter locken, weil das ist jetzt. Ich habe jetzt. So, jetzt steht es 1-1. Mal gucken. Beziehungsweise 9. Zu neuen Karten und er hat immer gewonnen schon. Ah, Vernon Rush. Kann ich die mit dem zerstören? Nein. Na, jetzt dreht er auf, ja. Mal gucken. Er passt. Er passt.
14, jetzt müsste ich nochmal. Sehr schön. Gut. Dann machen wir das mal. Jetzt will er es wissen hier. Okay. Ja. Wir locken ihn mal, dass ich will es wissen hier. Mal sehen, was er macht. Keine Karten mehr. Es ist schade, dass die zwei jetzt erst gekommen sind. Okay, oder? Als 18 von ihnen kann ich verstören. Den habe ich ja auch noch mal. So, jetzt. Gut. Gegner passt. Das könnte ich jetzt machen. Wenn ich die Karte jetzt wiederhole, kann ich sie ja noch mal legen, ne? Oder nicht? Da könnte ich es ja nochmal legen, oder? Probieren wir das mal. Zack. Okay. Hat keinen Effekt gezeigt. Das funktioniert bloß einmal. Es ist okay. Ich habe trotzdem gewonnen. Es gab erschließen. Klirrende Kälte. Ja, schade, ne? Ich dachte, ich kriege eine bessere Karte, aber scheinbar dann nicht. Gut. Reden wir mal mit Marabella. Wo ist sie denn? Marabella, oh Marabella. Geralt, du kannst langsam auch mal die Beine heben, weil, ne, willst schon selber. Was ist da unten los? Ah, guck mal hier. Da kann man dann doch mal Karten spielen. Irgendwann. Kein Brot, kein Geld. Warum wie Scheiße? Hey, da sind Mäuse. Bin ich kaputt. Mit dieser Visage kriegst du nichts zu sagen. Was ist denn hier? Oh, oh, oh. Die wollen was von mir. Mindestens. Geralt von Riva, Hexer. Weißer Wolf nennen sie dich. Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Religiöse Gefühle. Nee. Nur über meine Leiche. Ich hab dir gesagt, dass er sich nicht täuschen lässt. Auf dich warten Prügel. Das macht die Herausforderung größer. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Aha. Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ja, das Sterbesakrament. Ach so. Oh.
Okay, war's das jetzt echt wert, Leute? Das war's bestimmt übelst wert jetzt. Jeden Fall war's das jetzt wert. Ach, Kinder, Kinder, Kinder. Komm, wir fahren jetzt mal zu Marabella. Oh, Marabella. Oh, Entschuldigung. Aus Versehen gegen dich gerammelt. Sag mal. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Ja. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Verflucht. Ich hab ihm gesagt, er soll seinen Arsch nicht hinpacken, wo er nichts zu suchen hat. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Okay. Okay. Man könnte sich auch mal Haare schneiden lassen. Könnt ihr das machen, oder? Ich weiß nicht. Nö. Nö, ich soll nicht, nö. Ich mag nicht. Zeigst du mir dein Schwert? Nein. In so herrlicher Natur. Was ist denn, was ist das jetzt hier? Kindergarten. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen, wir haben noch Unterricht. Ich warte. Dann warten wir. Es dauert nicht lange. Na, das hoffe ich doch. Er kann leider doch nicht kommen. Warum nicht? Eine Ratte hat ihn gebissen und er hat Fieber bekommen. Wo ist er gebissen worden? Hat sehr weh getan? Muss er sterben? Du stirbst doch nicht von einer Ratte. Und ob? Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, wie ein Hexenjäger zu einem Mann du Ratte gesagt hat. Und dann hat er ihn umgebracht. Du lügst doch. Schluss jetzt. Wir sind für heute fertig. Nehmt eure Sachen und geht nach Hause. Sehr ob schön. Ob der Rattenfänger wieder gesund wird? Bestimmt nicht. Woher willst du das wissen? Mama sagt, er braucht nur einen Husten zu kriegen. Zauberer? So ist der im Grab. Du bist also Marabella. Darf ich dich kurz sprechen? Ja. Was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja. Der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein. Wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Ach so. Vielleicht... Nein. Ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel. Darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Hast du ihn nochmal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold. Er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Das glaube ich auch. Aber er ist nicht wiedergekommen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Ciao, ciao. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Molly. Wo ist Molly? Who the fuck ist... Entschuldigung. Muss man rausschneiden. Wie ein Mann ausweiden? Wieso soll ich einen Mann ausweiden wollen? Was ist denn das hier unten für eine Kneipe? Gibt's hier eine Kneipe? Ach so, das ist vielleicht der Hintereingang von der Kneipe. Warte mal, gibt's hier einen Eingang? Ah, sorry, ich wollte nicht an den Popo gehen. Entschuldigung. Tut mir jetzt echt leid. Was ist denn das für eine Wegfindung hier? Das ist ja Wahnsinn. Nee. Ich wollte was sagen. Wieso gehen wir jetzt in die Kanalisation? Das macht überhaupt keinen Sinn. Da hinan. Entschuldigung. Ja, ich bin ein Mutant. Entschuldigung. Einmal. Oh Gott. Entschuldigung, reiche Städterin. Spreche mit Molly. Wo ist Molly? Nein. Oh, ein Anschlagbrett. Oh, Gewehr. Nein, jetzt noch nicht. Magischer Natur, Porträtmaler. Nee, bin ich ja nicht. Diese Waren nicht befummeln. Befummelte Waren müssen vom Fummler gekauft werden. Ist gut. Lernen wir der Städte. Ein Klafter, 3 Ellen, eine Elle, 2 Fuß, ein Fuß, 12 Zoll, eine Gallone, 4 Quarte. Ein Scheffel,
ein Fass. Okay, das ist ja. Das ist jetzt aber nicht das, was ich gesucht habe, oder? Das ist das jetzt. Oh Gott. Eieiei, das ist verordnet. Sehr hübsch. Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde. Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Sehr interessant. Ja, wir hatten die Gelegenheit zu einem Gespräch, als der Kaiser mich nach Vysima zitiert hat. Hast du Ärger mit Var Emrys? Nein, dann wärst du längst tot. Ihr habt also gemeinsame Interessen. Aber lass uns woanders reden. Willst du meine Einladung annehmen und mir verraten, was dich hierher führt? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelbuth. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Na gut. Also, wenn Molly da ist, dann mal los. Status. Ich werde dieses Pferderennen machen, oder? Wie ist denn das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Da wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plätze genannt. Die graue Stute ist Cantarella, von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe, auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengst da, Nemrod, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Ist Molly ein Pferd? Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin. Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner. Ein reinblütiger Redanier. Edles Ross. Aber zu eigenwillig für meinen Geschmack. Schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikanien. De Volta hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Ja, schön. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Aha. Deswegen bin ich nicht hier. Genau. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht. Aus herrlich gegerbtem Leder. Kannst ja mal probieren, ne? Ja, gut. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Welches Pferd wähle ich jetzt? Ich glaube... Ich weiß es nicht genau.
sehr schwierig. Warum wurde ich jetzt immer... Ich habe keine Ahnung.